von Silvester habe ich original nichts mitbekommen, weil ich einfach um 9:30 ins Bett gegangen bin. Das ist so witzig. Ich habe da einfach keinen Bock drauf gehabt, weil ich mir gedacht habe, für was bleibe ich jetzt wach? Dann sage ich halt morgen früh Guts Neues und dann sind wir alle ausgeschlafen. Sind die anderen wach geblieben? Nee, sind alle dann um auch so um 11, 11:30 auch ins Bett gegangen. Also nicht irgendwie zusammen angestoßen? Nee, sind einfach alle ins Bett. Wir haben noch so ein Spiel, aber mir ging es ja auch nicht gut. Mhm. Ich hatte Magen-Darm. Wie oft hatten wir eigentlich dieses Jahr Magen-Darm? Wie oft haben wir in der Podcast-Folge erzählt, dass einer von uns beiden gespuckt hat? Echt extrem. In der heutigen Kaffeeklatsch-Folge geht es um unser Silvester, um Weihnachten, wie wir die Tage dazwischen verbracht haben. Wie der Urlaub ist, wenn man den als Familie in einem Hotel verbringt. Oder in einem Ferienhaus, was da Vor- und Nachteile sind. Was so unsere Vorsätze waren für das Jahr. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und wir wünschen euch wessen viel Spaß. Wessen Uterus glüht, also, wessen nicht. Nein, Spaß, Spaß. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Anderes Thema. Herzlich willkommen zum A&O, der Podcast, der für euch eine beste Freundin, ein Kummerkasten, ein liebevoller Kritiker und Supporter sein soll. Wir sind Anahita und Olivia, zwei beste Freundinnen. Wir nehmen euch mit durch unser ganz normales, ungefiltertes Leben als Mama und Frau. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, sondern eher eine virtuelle Selbsthilfegruppe, in der sich jeder aufgehoben und respektiert fühlen kann. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zurück im neuen Jahr. So einfach aufgehört gehabt, ja. Ohne irgendwas zu sagen. Ja. Aber irgendwie hatten wir es voll verplant und irgendwie war es ja dann schneller zu Ende, wie das wir irgendwie gedacht haben. Ja, also es war ein bisschen chaotisch. Wir wollten eigentlich noch so eine, wir wünschen euch einen guten Rutsch, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Das haben wir euch trotzdem gewünscht. Aber, jetzt kommt dafür eine neue Auftakt. Genau. Und wir erzählen dafür, wie es war. Ja, wir wollten gerade sagen, also wir erzählen euch jetzt alles, wie quasi bei uns Weihnachten war, wie bei uns Silvester war, weil wir uns beide tatsächlich jetzt auch super lange nicht gesehen haben und an sich auch nicht jetzt super viel Kontakt hatten. Das heißt, eigentlich haben wir das nie, gell? Nee. So, wenn wir weg sind. Das heißt, wir wissen eigentlich auch gar nicht so, wie es war beim anderen. Deshalb holen wir das jetzt quasi wir nach. Wir haben uns nur die Sachen schon mal vorweg erzählt, die wir nicht öffentlich erzählen können. Also das hat ja irgendwie aufgehört. Ich weiß gar nicht, was wir da zuletzt so gemacht haben. Ich weiß noch, wir hatten noch eine Podcast-Folge damals aufgenommen und ich bin in Urlaub gegangen nach Kitzbühel. Nee, nach Fis. Stimmt. Schlosshotel. Schlosshotel Fis. Ja. Wie war es im Schlosshotel Fis? Es war echt mega, mega schön. Also ich kann das wirklich so empfehlen, dieses Hotel. Also klar, es war auch eine Kooperation, das heißt, ich wurde eingeladen von dem Hotel. Aber also ich würde das Hotel jetzt im Nachhinein nicht so hypen, weil davon habe ich jetzt tatsächlich gar nichts. Aber es ist so cool gewesen. Also es war nicht so ein typisches Familienhotel, wie wir schon oft waren, wo dann wirklich halt alles so krass auf Kinder ausgelegt war, aber halt auch die Lautstärke und als Elternpaar hatte man da jetzt gar nichts mehr von. Und ich finde, dieses Schlosshotel, das war so eine richtig schöne Mischung. Also man kann da auch super gut hingehen, wenn man einfach nur ein Pärchen ist. Ja. Das Hotel, das liegt mitten auf der Piste. Das heißt, man kann aus dem Hotel raus und direkt auf die Piste mit oder kleinen rodeln Kindern gehen. Halt perfekt. Und direkt davor ist auch so ein Ski-Kinderland für die Kinder, wo sie dann quasi Ski lernen können. Es gibt einen eigenen Shop, wo man Rodel ausleihen kann, wo man Helme ausleihen kann, Skier ausleihen kann. Muss nicht alles mitschleifen. Dann haben die einen normalen Spa, sie haben aber auch ein Family Spa. Das heißt, da dürfen dann auch die unter 16-Jährigen rein. Das ist dann nicht der Textilfall, sondern eben mit Textil. Haben einen Pool, haben aber auch einen Riesenpool mit Rutsche für Kinder. Und der war tatsächlich wärmer als der normale Pool. Und normalerweise sind diese Rutschenpools immer super kalt. Dann aber das Kinderland war einfach next level. Das hat von 8.30 Uhr, glaube ich, bis 21 Uhr auf. Und die haben wirklich den ganzen Tag so richtig ein Programm. Also von Lebkuchen basteln, Plätzchen backen, Nudelketten bauen, Maiskörner, Kinderschminken. Es gab so viel. Und die Betreuer waren auch so lieb alle. Und was richtig Goals war, dass sie einfach fast alle Sprachen dort gesprochen haben im Kinderland. Das heißt, sie konnten Dänisch, also so Holländisch, ja. Englisch, Deutsch, Schweizerdeutsch, Österreichisch, Ukrainisch, also wirklich alles. Krass. Ja, weil die halt von überall. Welche haben. Und ich finde das. Also nicht einer konnte alle Sprachen, sondern. Genau. Und das war, macht halt das. Ja, und hatten aber auch alle eine pädagogische Ausbildung tatsächlich. Also waren zum Teil alles so Kindergärtner oder sowas, die jetzt halt da ein Jahr lang dann in der Saison gearbeitet haben oder so. Und die haben einfach so toll mit den Kindern sind die umgegangen. Also es war jetzt nicht das allerschönste optisch Kinderland, aber einfach was die geboten haben und wie sie mit. War einfach krass. Das Essen war lecker, das Hotel an sich war super schön, das Zimmer war mega, also wir werden auf jeden Fall wieder hingehen. Ja, ich finde es so lustig, wie du das erzählst, weil wir hatten im Urlaub dann auch irgendwann mal, das haben wir drüber gesprochen, über so ein Hotel, weil ich bin ja so null ein Hotelurlauber. Mhm. Ich habe das ja mit den Kindern noch nie gemacht.
Ja, ich immer sag's nur immer wieder, Häusern. Mach's mal. Ja, ja, und ich finde, so ein Haus ist, also weil für mich halt super, klar, ihr seid immer voll viel Menschen, habt auch Super dabei, ich glaube schon noch was anderes, wenn dann so viele Menschen auch immer helfen können, aber für mich wäre es halt voll Stress, einkaufen, dann morgens was zu essen machen, mittags, ja, abends aufzuräumen. Ja, für mich, ich stelle mir im Hotel. Bett zu machen. Und ich denke mir so, Hotel, okay, ich stehe auf, ich komme ins Zimmer wieder zurück, das Bett ist gemacht, das Bad ist geputzt, ich habe gefrühstückt und wir können einfach nur also uns auf die geilen Sachen konzentrieren. Ja, aber ich stelle mir dann immer so vor, es gibt ja auch noch eine Art von Quality Time, wenn die Kinder zum Beispiel schlafen. Und was machst du, wenn dein Kind abends um 8.30 Uhr oder 20.30 Uhr schlafen gehst, wenn du jetzt... Entweder machst du Babyfon an oder du setzt dich... Aber du kannst ja nicht das Babyfon anmachen und in die Hotellobby gehen. Das reicht ja never ever, der Empfang. Du kannst schon sagen, du hättest gerne ein Zimmer nah an der Lobby. Also entweder reicht das oder du kannst dich einfach... Du willst darauf, dass du dich raussetzt auf dem Balkon oder auf die Terrasse. Keine Ahnung, also dass du halt... Ja, ja, was machst du im Haus? Ja, dann gehe ich wieder runter an den Esstisch, wo alle sitzen, dann zocken wir ein Spiel oder keine Ahnung. Ja, deshalb, ich sag ja, wo alle sitzen, weil ja, es so viele Menschen gibt. Wenn jetzt du mit Detlef gehen würdest, ja, okay, dann würde ich euch da raus auf den Balkon setzen. Das kannst du im Hotelzimmer auch machen und ein Spiel spielen. Huh. Also genau. Ja, gleich. Irgendwie habe ich das nicht so richtig auf dem Schirm, aber es kommt mir schon immer mehr, auch mit diesen ganzen Angeboten mit Skischule, weil es ist einfach dann ein Riesengeficke, das alles aus Kinderland, also dass ja, da einfach ein bisschen mehr Abwechslung ist, dann Rutschen und ja, so. Genau, das ist das Angebot hast du alles für nicht in der Villa. Ja. Klar, du kannst deine eigenen Spielsachen mitnehmen, aber ich finde eine Villa nur dann geil, wenn du als zum Beispiel zu zweit als Familie gehst. Also weißt du, wenn zwei Familien gehen zusammen, ja, genau, dann ist sowas geil, weil dann ist dann auch Aufgabenteilung, dann geht es auch ja, mit den Kids und so. Man muss nicht super viel Spielsachen mitnehmen. Das ist mir mitnehmen, auch mal aufgefallen, dass ich noch nie mit meinem Mann alleine Urlaub gemacht habe mit den Kindern. Ja, aber jetzt, wenn ich alleine mit Max und Jörg, würde ich mir never einfallen, da irgendwie ein Airbnb oder eine Villa zu mieten, wenn ja, ich, wenn wir uns das leisten können, in ein Hotel zu gehen. Ja, ja, irgendwie lustig. Habe ich irgendwie, aber weil wir es auch früher kaum gemacht haben, wir waren halt auch irgendwie immer mit so vielen unterwegs und so. Wir sind halt einfach sozial und Anahita nicht. Ja. Nein, aber jetzt, wo wir waren ja dann wieder in so einer einsamen Hütte, die war wirklich einsam, sehr einsam, aber da gab es zum Beispiel ein mega Kinderland, also Kinderland im Sinne von, es gab ein komplettes Spielzimmer nur für die Kinder, habe ich natürlich auch mit dem Hintergrund so ausgewählt, aber es war auch richtig cool. Aber gut, jetzt kommen wir erstmal nochmal, also du warst dann in dem Schlosshotel Fis, da war richtig schön. 4 Tage oder so, gell? Ja, 4 oder 5 Tage und sind dann auf dem Rückweg quasi bei meiner Mama vorbeigefahren, weil die wohnt da ja in Linder in Bodensee und wollten eigentlich Weihnachten bei ihr verbringen. Ja, Max ist leider krank geworden. Das heißt, bei uns ist Heiligabend ins Wasser gefallen und wir saßen an Heiligabend im Auto auf dem Heimweg nach Stuttgart. Aber wir hatten trotzdem am 24. selber war es noch super schön mit Mama und auch der erste und zweite Weihnachtsfeiertag war eigentlich echt schön, weil wir einfach dann echt mal nur gegammelt haben und ich bin ja so ein Mensch, ich kann ja voll schlecht gammeln. Und auch wirklich mal nur einen ganzen Tag auf dem Sofa liegen und nichts tun, ja, weil ich irgendwie immer so ein schlechtes Gewissen habe. Oder auch wenn Max dann so Medienzeit hat oder sowas. Und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich das uns so gegönnt, weil A, Max war ja eh krank und ich war froh, wenn er sich ausgeruht hat. Und zweitens, man konnte nichts machen. Ja, ja, irgendwie. Und bei euch? Ja, es war irgendwie chaotisch. Also es war dann Kita-Freizeit, war irgendwie ab Mittwoch und dann wären wir eigentlich erst Samstag oder Freitag, das war halt auch immer nicht sicher, nach Frankreich gefahren. Und das war aber halt eine super lange, lange Fahrt, also mehr als 8 Stunden. Und das war eigentlich schon super lange geplant, aber dann sind eben auch die Kinder krank geworden. Erst Alea, auch mit Magen-Darm und dann Camille. Also es war, und dann ist... schockiert. Wir machen mal kurz eine Pause. Ungefähr so sah bei uns Weihnachten auch aus. Wir haben nämlich alle gekotzt. Okay, mir geht's besser. Das sieht ganz komisch aus, diese. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? An Weihnachten. Wir waren, Alia hat den Magen da. Passend dazu. Passend zum Thema. ja, ich weiß jetzt nicht, ob das rausgeschnitten wurde. Also auf jeden Fall, Anita, ging es gerade nicht so gut. Ja. Und dann eben danach direkt Camille, habe ich gesagt, okay, also ich kann mit allem leben, irgendwo 8 Stunden hinzufahren, aber nicht mit Magen-Darm. Ciao, leben. Und dann habe ich eben entschlossen, dass ich mit den Kindern zu Hause bleibe. Mein Mann ist dann trotzdem gefahren. Das war dann auch ein bisschen blöd, weil dann waren irgendwie beide Kinder krank. Aber ich hatte das
den Luxus, dass damals Sergej dann hat erst am 27. Dezember angefangen, in der Klinik zu arbeiten, und unser neues Au-pair, die Rose, die ist ja schon da gewesen. Das heißt, ich hatte einfach zwei Au-pair zu Hause. Und deshalb war es dann auch okay. Ich war Heiligabend, war ich allein mit den Kindern bei meinen Eltern, und es war auch nur ein Bruder da, weil der andere hatte Dienst im Krankenhaus, weil wenn du irgendwie keine Kinder hast, jetzt guckst du so, dass jemand geht's gut. genau, also wenn du keine Kinder hast, dann bist du halt oft eingespannt dann als arbeitender Arzt, und ja, deshalb, es war irgendwie so ein bisschen ein anderes Weihnachten als sonst, aber trotzdem sehr gemütlich. Und dann erster, zweiter Weihnachtsfeiertag war ich tatsächlich allein zu Hause, und es war halt auch irgendwie so niemand da, oder ihr wart da, aber ihr wart dann auch krank, und dann habe ich schon mal gepackt, und irgendwie war meine Stimmung von Weihnachten war voll weg. Also ich hatte auch, ich bin am 24. abends heimgekommen und am 25. bin ich heimgekommen, genau, ich habe am 24. übernachtet und habe instant, ich bin nach Hause gekommen und habe alles Weihnachtssachen weggeräumt. Ich habe auch direkt danach weggebaut. Baum abgebaut, Kugeln ab, alles, was ein Stern ist, entfernt und habe einfach nur wieder meine fünf weißen Kerzen irgendwo hingestellt und fertig. Ich konnte dieses Weihnachten auch plötzlich nicht mehr, ich konnte es nicht mehr ertragen irgendwie. Ich wollte es dann weghaben, und dann habe ich eben auch gepackt dann für den Urlaub. Wir sind dann eben nach St. Johann gefahren auf eine wirklich einsame Hütte. Also da ist wirklich nur ein Kuhstall daneben gewesen. Es war aber sehr, also es war richtig schön. Da kam uns dann auch mein anderer Bruder, der an Weihnachten nicht da war, kam uns dann noch besuchen mit seiner Freundin. Dann kam noch die Emily vorbei. Weil bei der war auch ein bisschen Weihnachtschaos. Ja, bei uns ist einfach, keine Ahnung, wie es immer passiert. Wir sind immer plötzlich so 8 Menschen, wenn wir ins Restaurant gehen, ja, bitte den Tisch für 9 mit den Kindern. Aber auch das war voll, also die Kinder haben es richtig krass genossen. Die hatten auch wirklich fast null Medienzeit, bis auf zweimal im Restaurant. Also das ist, oder, also nicht, dass die jetzt sonst immer viel Medienzeit hätten, aber es war so, du hast so gemerkt, die sind so richtig krass im Flow, und die sind in so einem Spielflow, und das ist immer jemand da, der noch richtig Energie hat, mit denen aktiv zu spielen. Und das Spielzimmer dort war einfach nur krass. Da gab es eine Indoor-Schaukel, wir haben mit so Matten eine Rutsche gebaut, einen elektrischen Zug, ein Parkhaus, alles. Also es gab so viel. Und dann eben auch draußen Schlitten. Wobei dieses ganze Draußenaktivität mit den Kindern, das muss ich echt nochmal für die Alea ein Jahr nach hinten versetzen. Also selbst Schlittenfahren, Rodeln wäre never ever möglich gewesen. Also Max hat es so gefeiert. Nee, die Alea saß auf dem Schlitten und ist einmal quasi beim Anfahren so seitlich runtergerutscht, und dann war das für sie erledigt, weißt, das was Thema. Was Max heute Morgen gesagt hat, weil es quasi geschneit hat? Ja, Schlittenfahren. Mama, wir können Schlitten fahren. Ja, süß. Nee, Alea findet es geil. Alea sagt, sobald Schnee liegt, der Nikolaus kommt. Geil. Ja. Nee, also das war dann irgendwie diese, also wir waren zwar wandern und so und waren in so einem Wildtierpark, der ist übrigens echt sehr schön gewesen bei Kitzbühel. Aber irgendwie das mit draußen war dann gar nicht so gehypt, wie ich dachte. Mhm. Ich dachte eigentlich so, ich stelle die auf die Ski. Und dann war ich in so einer Skischule, dann haben die gesagt, ja komm, warte lieber noch ein Jahr, weil wenn die Kinder unter 3 sind, haben die, klar, es gibt welche, die können das voll gut, und vor allen Dingen Snowboard geht besser, weil die Verletzungsgefahr nicht so hoch ist, weil du mit einem Snowboard dein Knie nicht rotieren kannst, weil es ja festgeschnallt ist. Aber auf Skiern ist einfach mit den weichen Gelenken, diese Kniescheibe, die entwickelt sich ja auch erst richtig, dass sie halt sagen, mindestens 3, besser noch ein bisschen älter. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und dann habe ich aber auch von Aleas Charakter her, ist sie jetzt ja auch nicht so ein Draufgänger, so ein mutiges Kind, die dann sagt, okay, ich mache das trotzdem. Sie hat zwar gesagt, sie will, aber wir haben ihr das dann eher so gezeigt, also was die da alles so machen. Und dann wurden einmal eine Gruppe Skischulkinder mit so einem Schneemobil abgeholt und dann irgendeine andere Piste gefahren. Und dann der gleich, Alea, wenn wir nicht mit dem Schneemobil fahren. Alter, wie geil. So, okay. Also Max wäre wahrscheinlich direkt draufgesprungen. Ja, nein, Alea fand es grauslich. Wir waren 2 Tage Skifahren. Ich war tatsächlich 8 Jahre lang nicht mehr Skifahren. Also einmal nach 4 Jahren, also genau in der Mitte, war ich, glaube mal 2 Tage auch in Kitzbühel, einen halben, vielleicht 2 Stunden fahren oder so. Ich bin eh nie länger fahren. Ja, früher sind wir schon richtig krass Ski gefahren, also so eine Woche lang am Stück jeden Tag von Lift mach auf bis Lift mach zu. Und dadurch, es ist tatsächlich so, Skifahren verlernt man nicht, auch wenn ich am Anfang so die ersten 2 Minuten echt schon fast ein bisschen Schiss hatte. Weiß nicht, aber man kommt so schnell wieder rein. Ja, man hat halt voll schnell so eine Unsicherheit. Genau, und das merke ich auch im Vergleich zu früher. Früher, ich war einfach, mein Vater ist immer wahnsinnig geworden mit mir, weil ich einfach
zum Beispiel, wenn es Schussstrecken gab, und ich war halt voll leicht als Kind. Und dann bin ich halt immer auf der anderen Seite den Berg nicht hochgekommen. Das heißt, ich musste relativ früh anfangen, Schwung zu holen. Und teilweise, ich hatte halt keinen Bock zu stochern. Und habe ich halt ganz oben am Berg angefangen, schon in Schusslage zu gehen. Und mein Vater brüllt mir nur hinterher, wie spinnst du? Kam nur so ein Engländer neben ihn her und hat gesagt, no risk, no fun. Geil. Und das ist weg. Diese Unbeschwertheit ist komplett. Ich habe bei jedem, ich denke immer, nein, wenn ich jetzt hinfall, was ist, ja, wenn ich mir was, wenn ich mir nur das, keine Ahnung, das Knie verdrehe, ich bin am Arsch. Ja, so, wie soll ich mein Leben meistern? Ich hatte einfach gar keinen Bock, mich zu verletzen. Ich habe einfach nur gedacht, wie kann jemand ohne Helm fahren? Also wie blöd kann man sein? Mhm. Mein Schädel-Hirntrauma sieht aber definitiv nicht beschissen aus. Ist Pflicht? Nee, ist keine Pflicht. Aber man sieht immer weniger. Früher hat man viel mehr Menschen ohne Helm gesehen. Ich dachte, das ist Pflicht, weil ich sehe nie jemand ohne. Sie hat mich halt so vereinzelt gesehen. Aber ich habe auch echt viele Kinder gesehen auf der Piste, auch in Skischulen. Ich weiß noch, ich habe das gehasst. Mein Vater hat uns dann den Skiunterricht gegeben. Aber ich glaube, in einem Jahr kann ich das mal ausprobieren mit Alea, ob ihr das Spaß macht. Und sonst haben wir eigentlich, wir haben jeden Tag irgendwie eine Draußenaktivität gemacht. Einmal waren wir in einem Hallenbad noch, wobei ich bin einfach, ich weiß nicht, ob ich ein besonders empfindlicher Mensch bin, aber ich finde, außerhalb von Thermalbädern, wo das Wasser mindestens 38 Grad hat, ist mir alles zu kalt. Ich weiß nicht, warum macht ihr es nicht einfach ein Grad wärmer? Mhm. Als ob das jetzt so die Energie, also das ist doch unangenehm, wenn es dir nach einer Weile kalt, also ich fand's. Aber ihr wart ja auch über Silvester dann in der Hütte, ne? Genau, und von Silvester habe ich original nichts mitbekommen, weil ich einfach um 9:30 ins Bett gegangen bin. Das ist so witzig. Ich habe da einfach keinen Bock drauf gehabt, weil ich mir gedacht habe, für was bleibe ich jetzt wach? Dann sage ich halt morgen früh Guts Neues und dann sind wir alle ausgeschlafen. Sind die anderen wach geblieben? Nee, sind alle dann um 11, 11:30 auch ins Bett gegangen. Also nicht irgendwie zusammen angestoßen? Nee. Sind einfach alle ins Bett. Wir haben noch so ein Spiel. Aber mir ging es ja auch nicht gut. Mhm. Ich hatte Magen-Darm. Wie oft hatten wir eigentlich dieses Jahr Magen-Darm? Wie oft haben wir in der Podcast-Folge erzählt, dass einer von uns beiden gespuckt hat? Echt extrem. Danke an die Kinder. Weil das davor hatte ich das bestimmt 10 Jahre lang wirklich nicht. Und also ich konnte die ersten 4 Tage, mir war es, ich musste nicht spucken, aber ich hatte Magenschmerzen und ich war einfach kraftlos. Ich konnte fast nicht, ich konnte nicht richtig essen. Ich war müde. Da ging es mir echt nicht so gut. Und schönes Wetter hatten wir eigentlich, kaum Schnee. Und dann haben wir echt eigentlich nicht so viel gemacht. Eigentlich haben wir da viel rumgegammelt. Wir haben gut gekocht immer abends oder waren essen. Ich weiß nicht, ich finde diese Tage zwischen, ich finde, du kannst voll froh sein, dass ihr weg wart. Ja. Weil ich finde so diese Tage zwischen Weihnachten und Silvester, das sind solche toten Tage wirklich. Oder eigentlich bis zum 8. Januar. Ja. Aber ich finde, bis dahin passiert irgendwie gar nichts. Das Gefühl ist auch in der ersten Woche vom Januar noch jeder im Urlaub. Also wir haben reingefeiert in Silvester. Ich war tatsächlich sogar bis 2:30 wach. Ja, richtig crazy. Aber das lag an Alex. Wir haben Freddy Dog gespielt. Ihr wart beschäftigt. Ja. Bei uns waren Gäste da und wir haben aber auch nur, ich hasse ja Feuerwerk. Ich verstehe nicht, warum man es so lange anguckt. Ich finde das, keine Ahnung. Also wir haben es von unserem Balkon aus angeguckt und die anderen standen noch draußen. Ich bin dann schon mal rein und habe gewartet, bis wir weiterspielen konnten. aber ich bereue tatsächlich ein bisschen, dass ich Max nicht aufgeweckt habe und ihm das gezeigt habe. Ja. Ich habe halt gar nicht so dran gedacht in dem Moment, weil wir halt so vertieft waren, dieses Spiel. Also es war ein schöner Abend, aber dann, was habe ich in der ersten Januar gemacht? Gar nichts, weil es war keine Kita bei uns. Ja. Es war niemand da. Nee, also man hat eigentlich so nichts gemacht. Ich habe auch, doch, ich war richtig produktiv, ich habe im Keller aufgeräumt. Oh mein Gott. Stimmt. Der sieht richtig ordentlich aus, sage ich euch. Und was richtig komisch, ich habe einen Sperrmüll bestellt gehabt auf Freitag, habe extra sogar Express, da zahlt man ja für. Dann bekomme ich donnerstags eine Mail, wo ich schon aussortiert, also schon alles draußen lag. Der Sperrmüll wird am Montag abgeholt. Heute Morgen lag er immer noch draußen. Und es muss ja eigentlich bis 6.45 Uhr abgeholt werden. Oh. Ja. Würde ich mal Mail drauf, geschrieben. Ja, würde ich mal drauf beharren, dass ich diese Mail geschrieben habe. Ja, wirklich. Krass. Ja, aber das ist doch schon mal ein voll befreiendes Gefühl. Ich fand es mega geil, als unser Keller endlich aufgeräumt war. Boah, ich sag's euch, das ist so ein geil, gutes Gefühl, einfach das ist so wie richtig wenn dein, reinzulaufen in den Keller. Ja, und oder so. Das ist wie wenn so dein Grundstock ist gereinigt. So. Ja, und dann kannst du ja von da wieder anladen. Ja. Ich habe ja wirklich auch noch, das habe ich tatsächlich so zwischen den Jahren gemacht, ich habe nochmal jede Schublade zu Hause, die wir besitzen. Also ich bin ja nicht so gerne, die putzt, aber ich organisiere gerne und sortiere gerne und ich mische gerne aus. Das heißt, ich habe nochmal
alles Abstellkammer, alle Schränke, alle Schubladen nochmal richtig schön aufgeräumt. Das Einzige, was halt noch gefehlt hat, war der Keller. Und ich bin richtig froh, dass ich es jetzt erledigt habe. Ich habe es mir tatsächlich schon letztes Jahr vorgenommen gehabt. Und das ist halt eigentlich, ist es ja voll dumm, weil alle sagen immer so, ja, Weihnachten und so, das ist so, das sind ja die Rau... Ja, da gibt es Rauhnächte. Rauhnächte, genau, so ist die besinnliche Zeit, Zeit der Familie. Und ich denke mir einfach nur so, wann also ist es vorbei? Für mich ist die Zeit gar nichts. Ich finde, es ist einfach nur so eine Gammelzeit. Wir haben auch schon gesagt, nächstes Jahr gehen wir. Ja, wirklich. Also ich will da nicht da sein. Ja. Ich will da nicht da sein in der Zeit. Ja. Nämlich nervt dieses Gegammel. Ja, das, also das ging jetzt bei uns tatsächlich. Ich bin einfach kein Kältetyp. Wir waren auch gestern, waren wir beim Pferd und allen geht es irgendwie so, ja, die merken, dass es kalt ist und ich kann einfach wirklich, ich kann meine Hand nicht mehr richtig bewegen. Also ich habe wie so eine Behinderung in den Fingern, weil ich sie so, weißt du, wenn ich dann versuche irgendwas damit, das ist, also ich finde es so unangenehm, diese Kälte. Vielleicht muss ich mich einfach wärmer anziehen. Das ist mir auch aufgefallen, ist man in den Bergen und es hat 4 Grad. Und du gehst raus, aber du bist ja in den Bergen, ziehst du dir richtige Winterstiefel an. Ich hatte diesen Overall immer an, ich hatte eine Mütze, ich hatte Handschuhe. Bist du zurück in Stuttgart, hat genau gleich 4 Grad. Also genau diese, aber du gehst raus in Leggings und Boots und ohne Mütze, ohne Schal, ohne Handschuhe. So, dann muss, vielleicht muss man sich einfach besser anziehen. Ja, aber sonst, also wie gesagt, Weihnachten war bei uns richtig krass unspektakulär. Silvester war noch unspektakulärer. Und es ist echt relativ wenig sonst passiert. Also, haben die Kinder so zu Weihnachten bekommen? Von mir haben sie Playmobil bekommen, was komplett ignoriert wird. Also nicht Playmobil, Duplo. Mhm. So ein Duplo-Tier. Aber es liegt auch daran, dass es ist relativ viel und ich habe das halt in eine Kiste gepackt und ich glaube, die haben es vergessen, dass diese Kiste existiert. Vielleicht lasse ich sie auch einfach weg noch eine Weile, weil sie haben sonst von meiner Mutter beide Kinder eine Puppe bekommen. Mhm. Und das war richtig, also es war ein sehr gutes Geschenk, richtig krass gehypt von Alea, so eine Puppe, die man auch zum Beispiel kämmen kann und einen Zopf machen und anziehen, die auch stehen kann, also die so ein bisschen mehr Funktionen noch hat. Und dann haben sie aber tatsächlich von der Familie väterlicherseits, also von der Oma aus Frankreich und von den Geschwistern von meinem Mann, viele, viele Spielsachen gekriegt, also weil sie halt eigentlich dachten, wir kommen und haben eben sehr viel eingepackt. Und da war auch eine Puppe dabei und das ist Aleas neuester Schrei. Sie hat sie auch erstmal Lene genannt. Ich dachte so, wie kommst du jetzt auf Lene? Ja. Sie hat halt ein Kind aus der Kita, heißt so, und sie hat es von sich aus dann so benannt. Die andere Puppe heißt Emily und die dritte Puppe heißt Gina. Also sie ist sehr kreativ. Und hat alles die Namen, die sie halt kennt von unseren Freunden. Außer eben diese Lene und die wirklich, sie feiert diese Puppe so arg und die hat so eine Funktion mit so einem Drücker, dass sie zum Beispiel weinen kann, lachen kann, die kann Papa sagen, alles so halt nach und nach abgespielt. Und dann sind wir mit dem Auto nach eben St. Johann gefahren und ich dachte die ganze Zeit nur so, weißt du, jetzt habe ich ein Kind, das schläft und ein Kind, das spielt mit einer Puppe. Und diese Puppe muss ausgerechnet schreien. So habe ich 2 Kinder, die ruhig sind und dafür eine Puppe, die die ganze Zeit weint. Und sie hat so, oh, armes Baby. Mhm. Und eine Knetmaschine hat sie noch bekommen. Einfach nur so ein Ding, wo du Knete reinstopfen kannst. Und, so. Und das hat sie auch jeden Tag gespielt, ja, Knetmaschine. Die hat tatsächlich der Max auch bekommen vom kleinen Bruder. Ja. Ganz richtig süß. Er hat sich so, also vom Henry, er hat sich so gefreut, das Max zu schenken, diese also Knete und Knetmaschine. Die Klamotten waren danach komplett voll geknetet und ich habe die Knete zu Hause in die oberste Schublade, wo Max nicht reinkommt. Nee, die Knete ist bei uns auch der, also ja, es steht immer zur Verfügung. Alia, die knetet halt auch vorsichtiger wie Max. Ja. Der Max setzt sich halt rein, ich kriege die Knete halt, ohne dass ich die Klamotten in den Gefrierschrank tue, kriege ich es halt nicht mehr weg. Also das ist ein bisschen nervig. Aber sonst hat er auch ganz viel von Duplo bekommen, also auch was so zu bauen, aber eher auch so Fahrzeuge, so Feuerwehrauto, ja. Polizeiauto, Polizeimotorrad. Das findet er halt richtig geil und die machen halt auch so Tatütata. Was hat er noch bekommen? Von meiner Mama hat er für den Ole, also seine Puppe, was selbstgestricktes zum Anziehen bekommen. Das fand ich übel süß. Wie gesagt, Duplo hat er viel bekommen. Was hat er noch bekommen? Was hat er von euch bekommen? Ja, Duplo. Achso. Ich hab ihm nur einmal Duplo geschenkt, das war's. Und Puzzle hat er viele bekommen. Ja. Also diese ganze, und diese so ganze Geschenke, aber ich selber habe ihm nur ein kleines Geschenk geschenkt, weil ich ja wusste, Oma schenkt, also es sind so viele. Dann hat er natürlich noch Dings bekommen, wie nice, wenn, nicht tipptoll, die Figuren. Toni? Ja, Tonis. Ja, Tonis habe ich auch so, weil es Camille ihr Lieblingsspiel. Ja, und meine Tonis lassen sich nicht installieren, das ist voll komisch. Ich wusste gar nicht, ich stelle die einfach nur drauf. Ja, bei mir geht es nicht. Bitte wählen Sie Codewort Schildkröte.
Und, ja. Aber ich weiß nicht, irgendwas mit der Internetverbindung, auf jeden Fall, die tun nicht. Okay, egal. Ja, also zwischendurch hat er einige Tonys. Ja, das war's eigentlich. Ja. Was hast du bekommen? Einen richtig schönen, ganz großen Trockenblumenstrauß. Ich liebe Trockenblumen, weil die sind immer schön, auch wenn man sie nicht, ja, weiß, in so einer hohen Vase, sieht richtig toll aus. Hat meine Mutter zusammengestellt. Ja. Von deiner Oma oder so? Wir schenken uns alle nichts. Doch, theoretisch gesehen, also ich habe für alle was dabei gehabt. Meine Oma hat mir jetzt nicht direkt was an Weihnachten geschenkt, aber meine Oma hat voll viele Bilder gemalt, die bei uns im Haus hängen und malt auch noch gerade an einem ganz großen, das diese ganze Wand in der Küche abdeckt. Okay. Von meinem einen Bruder, der an Weihnachten nicht da war, da wurde so eine Apotheke bei denen leer geräumt. Mhm. Also so eine ganz alte Apotheke hat eben so einen Räumungsverkauf gemacht und da sind diese ganzen Behälter von diesen früheren Medizinflaschen. Mhm. Das sieht halt voll cool aus als Vase. Und von meinem Mann habe ich auch was gekriegt. Das war jetzt auch nicht so richtig jetzt an Weihnachten, sondern das haben wir davor zusammen gekauft in München. Und ja, das, aber ich war da auch gar nicht, also ich habe auch gar nicht so mit Geschenken gerechnet. Ja, bei mir hat das auch irgendwie aufgehört mit den Jahren. Also ich weiß, früher, als man noch so Studentin war, da hat man richtig geile, viele Geschenke bekommen. Und jetzt, also ich verstehe es auch, weil es auch schwierig ist, was zu schenken. Ja, also ich habe es auch gar nicht erwartet. Nee, also, ich auch nicht, aber Muss sagen, ich schenke eigentlich voll gerne. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt sowas, aber jetzt nicht so auf Druck. Weißt du, so, wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe für irgendjemanden, wo ich denke, so, boah, das wäre jetzt echt voll cool für denjenigen. Ich mag das eben auch nicht so zu einem bestimmten Anlass, weil dann fühle ich mich, deshalb habe ja auch eigentlich immer alle gesagt, wir schenken uns nicht mehr zu Weihnachten. Ich habe es bisher noch kein Jahr hinbekommen. Nee, die Anahita hat es nicht hinbekommen, aber die Anahita hat mir auch was richtig Cooles geschenkt. Wir haben nämlich alle drei, also die Mädels und ich, den gleichen Bademantel. Und ich wollte sogar noch neue Bademäntel bestellen, einfach nur, weil mir die Farbe von unseren Bademänteln, die passen nicht zu meiner Badeinrichtung. Alter. Und die sind auch echt alt gewesen. Die halt sind komplett, also sie sind komplett kaputt. Und also, weil ich liebe Bademäntel. Ich habe immer nach dem Duschen, ich muss sofort so einen richtig flauschigen Bademantel anziehen. Und wir hatten dann eben eine neue Badeinrichtung jetzt und das hat dieses Beige voll gut. Und ich hatte die tatsächlich auch dabei. Also gerade für so Hallenbadbesuche mit Kindern sind Bademäntel wirklich Gold wert. Ja, nee. Also ich mag es auch nicht so auf Knopfdruck, aber ich habe tatsächlich echt schöne Sachen bekommen. Ich habe mein Lieblingsbuch also von einem Autor bekommen, der jetzt ein neues Buch rausbringt. Von meiner Oma fand ich richtig krass. Also dass sie es auch auf dem Schirm so hat. Übel. Dann habe ich von meiner anderen Oma eine Thermoskanne, aber die ist richtig schön, also richtig schön, also auch nicht hässlich. Und normalerweise kriege ich da immer nur so hässliche Sachen. ja, halt sowas, was Omas schenken, wo du denkst, okay, was mache ich jetzt damit? Ja. Also weißt du, was süß ist, aber das war echt richtig süß und von meiner Mama habe ich halt so Schnorchelzeug bekommen, war es halt praktisch, weil wir in Urlaub gehen. Und von meinem Bruder, das fand ich auch super aufmerksam, habe ich eine Haarklammer bekommen, eine goldene. Das ist voll süß. Übel, gell? Ja, ist echt süß. Ja. Nee, aber irgendwie lässt das, glaube ich, einfach nach im Alter und Nee, ist eine, oder manchmal ist es und einfach ich freue mich auch tatsächlich viel mehr, wenn dann Max Geschenke bekommt. Ja, genau. Ich für die Kinder fand ich es auch viel cooler, was also auszusuchen. Ich freue mich auch voll, weil die Alex hat ihr Geschenk und das wird Kaya noch gar nicht bekommen, wenn wir es gar nicht gesehen haben. Und aber ich finde es so stressig, dieses Geschenke-Zeugs an Weihnachten. Weil wenn dann Weihnachten, wenn du gefühlt allen irgendwie was schenken willst, die du liebst, dann, ich finde, da geht so diese ganze besinnliche Zeit der Weihnachtszeit komplett verloren. Und was mich auch immer voll stresst, ist mein Mann, weil ich einfach grundsätzlich nicht weiß, was ich dem schenken soll. Weil ich schenke ihm halt jedes Jahr irgendwas Nützliches. Ich habe ihm letztes Jahr eine Übergangsjacke geschenkt, ja, eine aber relativ weißt du, teure, weißt du, die wenn sich mein Mann irgendwas mit braucht, was nützlich ist, was er benutzt, dann kauft er sich das einfach. Nee, ich habe mir gedacht, okay, guck mal, wir haben irgendwie jetzt eine riesen Garage, wir haben ein Haus, wir brauchen bestimmt viele so Werkzeugs, was man halt so braucht. Ich habe gedacht, Sachen, ich schenke dir einen Hochdruckreiniger. Nicht selber kaufen würde, weil es ihm zu teuer ist. Aber die Sachen sind dann mir auch zu teuer. Ach so. Weißt du, klar, er geht kurz im Baumarkt und nimmt sich eine Bohrmaschine mit einer Ausrüstung wie für einen Fachwerker auf irgendeiner Inselbohrblattmaschine, nee, was er niemals braucht. Das ist ja beiden voll schwierig, glaube ich, zu schenken, weil die ja sich alles an sich selber kaufen können, aber Jörg ist zum Beispiel bei Klamotten halt übel der Sparfuchs. Er wird sich nie eine gescheite, teure Winterjacke kaufen. Das hat er alles. Dann schenke ich ihm halt sowas. Ja. Das fällt mir tatsächlich echt leicht. Das Einzige, was ich meinem Mann eigentlich so schenken könnte, wäre Freizeit. Ja, okay, aber die nimmt er wahrscheinlich nicht an. Ja, nee, also irgendwie.
oder dass ich mehr mache im Haus, wobei dann ist es halt auch immer, wie soll ich das sagen, die Qualität, das Qualitätsniveau in dem Haus ist so hoch, dass das für ein Geschenk schon wieder zu viel wäre. Mhm. Und wenn du dann aber in der Qualität runtergehst, ja, dass du es bezahlen kannst, dann ist es nicht mehr. Ja, also da tatsächlich, ich habe ja letztens jetzt den Keller aussortiert und ich habe so viele selbstgemachte Sachen gefunden. Also früher von Freunden und Freundinnen, wo ich einfach dachte, krass, wie kreativ waren meine Freundinnen einfach, weil man früher nicht die Möglichkeit hatte, ich schenke dir irgendwie ein großes Geschenk. Aber wie wertvoll sind die Sachen? Die Sachen sind jetzt zum Teil 15 Jahre alt und ich habe die einfach alle aufgehoben. Ja, das und ich weiß, zu was ich was bekommen habe. Oder auch beim Jörg. Ich hatte ihm früher so viele Fotoalben gemacht von uns und nicht nur so digitale, wo du irgendwie eingefügt hast, und auch so, sondern mit Sticker, mit Beschriftung, mit reingemalt, mit Chatverläufen von uns drin und I don't know. Das hab ich auch. Wo ich mir denke, warum mache ich sowas nicht mehr? Sowas ist doch viel schöner. Das haben wir jetzt letztens angeguckt im Bett und es ist halt fast 10 Jahre alt. Und wir denken so, krass, Mann. Also ja, das ist echt voll schön. Und so ich habe sowas so auch angefangen von jedem Jahr von uns. Mhm. Und aber ich bin gefühlt die Einzige, die sich das anguckt. Ja, Jörg hat sich tatsächlich damals, als ich ihm geschenkt habe, auch nicht so genau angeschaut. Und jetzt aber hat es richtig intensiv angeschaut. Ich habe das im Urlaub jetzt von den Kindern wieder gemacht. Ich habe jetzt eins von der Camille schon gemacht, von sie jetzt klein war, aber von der Allee habe ich das auch. Und jetzt habe ich ein komplettes Album. Ich habe mit 200 Bildern von nur den Schwestern. Bilder von den Schwestern von Stunde Null. Ja. Quasi. Ist auch richtig süß. Also, aber ich finde Männer, ich finde es einfach schwierig. Also ich wusste nicht, was ich zum Beispiel, ich habe ja dann allen eine Kleinigkeit geschenkt und bei meinem Opa war ich einfach überfragt. Was hat er wieder bekommen? Irgendwelche Pralinen. Ja. Also. Weil du einfach denkst, was zur Hölle soll ich dir schenken? Ich habe ihm letztendlich auch einen neuen Bademantel geschenkt, weil der Bademantel dann nicht mehr zu meinem Bademantel gepasst hat. Das muss ja auch dazu passen. Das heißt, hattest du, wenn ihr jetzt quasi gar nicht in die Wäsche reingefeiert habt, hattest du irgendwelche Vorsätze für dieses Jahr? Ich und Vorsätze, als ob. Nein. Ich habe irgendwie nie so richtig Vorsätze. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, einfach nur, weil Januar ist und weil ein neues Steuerjahr anfängt, so. Habe ich mir vorgenommen, meine Finanzen besser zu verwalten, dass ich da einfach sortierter bin und ein bisschen schneller hinterher, dass es nicht so ein, das ist ja unmöglich, da durchzugucken. Nee, da bin ich tatsächlich strukturiert. Ich bin so schlecht und das habe ich mir eben vorgenommen, da strukturierter zu werden. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir so einen richtig geilen Timer noch kaufen soll, wo ich ganz viele Belege und alles immer mit reinhauen kann. Also irgendwie, da brauche ich aber auf jeden Belege, Fall. Aber die Belege, die kannst du eigentlich direkt mit deinem Handy einscannen. Ja, guck, ich bin einfach da ein bisschen zurückgeblieben. Ich bin dann noch so mit dem Ordner und ich muss es abheften und ich muss ein Loch reinmachen. Ja, ich verstehe es voll, ich war auch ganz lang so und ich liebe das auch. Ja. Und ich liebe auch eben Ordner. So einen richtigen, also Ordner oder auch halt so einen Kalender zu haben. Ich habe mir jetzt auch wieder Kalenderblätter bestellt, weil ich eigentlich denke, ich fasse Sachen schon gerne an, aber so meine To-Do-Listen ist halt manchmal praktisch, wenn du es einfach kurz ins Handy schreibst. Weil ich schreibe mir ja richtig, richtig viele meine Handy, meine Notizen. Also ich schreibe mir immer sonntags eigentlich so die ganze Woche schon auf und das halt pro Tag dann und schreibe da auch so die To-Do-Listen hin. Aber für was ich mir jetzt einen Kalender geholt habe, ist halt fürs Berufliche. Also nicht für meine privaten To-Do-Listen wie, keine Ahnung, magst du das besorgen, To-Do, irgendwelche Termine, sondern wann will ich welchen Content posten, welchen Content will ich umsetzen. Ja, wie und so weiter. Also dass du die Ideen, die du hast, irgendwo festhältst, weil sonst ist das wieder weg und so weiter. Ja, irgendwie, also da wollte ich strukturierter werden. Das habe ich mir vorgenommen. Jetzt schauen wir mal, wie die Umsetzung dann läuft. Dann habe ich im Urlaub auch richtig viel gearbeitet, weil ich ja dann ab Ende Januar Ernährungslehre unterrichte und da musste ich noch das komplette Skript schreiben. Das habe ich dann immer morgens gemacht. Ich habe gestern gesehen, es sind einfach irgendwie 35 Seiten, die ich da im Urlaub geschrieben habe. Und das muss ich jetzt aber auch noch alles richtig, also es wird auch noch ein bisschen stressig die nächste Woche dann. Und aber irgendwie finde ich es auch ganz geil, mit so einem bisschen Druck und so einem Antrieb in das Jahr zu starten. So jetzt, ich muss hier wieder richtig was gehen und nicht mehr so dieses... Ich sage ja, ich bin so froh, dass jetzt dieses Larifari... Leben aufhört, ja. Hat mir zwar heute Morgen richtig mich angekotzt, dass es mir nicht gut ging, aber weil ich wollte eigentlich heute Morgen ja in Sport gehen. Stimmt, um sieben. Um sieben. Und ich habe noch gewartet bis 6.30 Uhr, ob dieses flaue Gefühl im Morgen nicht weggeht. Und es ging halt einfach leider nicht weg. Ich bin, heute Morgen habe ich mir auch richtig früh den Wecker gestellt, weil ich heute Morgen noch den oberen Stock putzen wollte, bevor die Kinder aufstehen. Und dann ist tatsächlich einfach das war Schicksal, sage ich euch.
das Handy ist zwischen die Betten gerutscht. Mhm. Und dann war der Wecker so gedämpft, dass ich den nicht gehört habe. Und ich bin dann automatisch zwar trotzdem aufgewacht, ja, aber halt eine halbe Stunde zu spät. Habe es aber trotzdem noch geschafft, das Bad zu putzen. Das ist auch sowas, was ich mir vorgenommen habe. Das werde ich die nächsten Tage machen. Ich werde in einen Laden fahren und mir intensiv die ganzen Gebrauchsanweisungen von verschiedenen Putzmitteln durchlesen und mich so richtig geil ausstatten, weil ich einfach unten meine Waschküche ist jetzt fertig. Ich habe richtig viel Platz und ich werde so viel Putzmittel kaufen und dann auch alles so auf Vorrat. Weißt du, so tak, 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 da steht dann noch was dahinter und dann das verschiedene Waschmittel und so. So Schwämme zum Putzen. Ich gucke zu viel so Putzreels. Ich liebe Putzreels, wenn alles so richtig, ja, richtig sauber ist. Ja, ich liebe organisieren. Und guck mal, was wir für ein Paar werden. Ja, deine Schubladen werden endlich mal aufgeräumt. Ja, und deine werden sauber, ja, von außen, ohne Fingerabdrücke. Also bei mir ist tatsächlich nur so, dass bei mir immer innen, also ich mag es auch, dass es von außen sauber ist, aber da verlasse ich mich halt, wie gesagt, irgendwie, ja, auf Jörg, weil ich halt weiß, er macht es ja. Und mir macht es halt Putzen, mir macht halt einfach Putzen keinen Spaß, aber aussortieren und aufräumen, deshalb ist bei mir auch immer so aufgeräumt, ja, weil bei Max liegt ja nie, also ich räume es halt immer direkt wieder weg. Ja. Aber wobei, muss ich aufgeräumt ist bei mir auch, abends ist alles auch. Da muss ich aber auch aufpassen, weil in letzter Zeit sagt der Max voll oft so, ich sage, räum es bitte auf, nein, du. So sagt er. Nein, du. Ach so, nee, die Alea will es noch, wenn sie zum Beispiel, ja, gepuzzelt hat und ich räume es dann einfach weg, dann guckt sie mich völlig in Geister dann und sagt, mein Puzzle. Nee, er sagt immer, nein, du. Was halt merkt, dass ich ihm einfach hinterher räume. Weil ich, ja, nicht gut, leiden aber kann. Aber der ist auch echt, also. Ah, der ist schon. Ich sag zu der Alea Jörg auch 700.000 Mal, tu bitte deine Knete zurück in den Becher, sonst wird sie gleich, mhm, hart. Nein, die ist da so. Die muss so noch sein. Weil der Blick genauso dazu. Das ist auch krass, ja, bei der Alea wieder, ich weiß nicht, ob das an ihrer Oma liegt, an dieser extremen Ansprache oder weil ich es dann mehr höre, weil meine Mutter ein bisschen anders spricht, die spricht auch sehr Hochdeutsch mit ihr. Der Alea, ihre Ausdrucksweise und ihre Art zu reden ist so erstmal nochmal so viel besser geworden und die hat so Floskeln, ich könnte mich wegschmeißen. Mhm. Also die sagt zum Beispiel nicht danke, sondern sie sagt danke dir oder wenn ich frage, möchtest du ein Kinder-Schokobon haben, dann sagt sie ja gerne. Weißt du, von so einem kleinen Kind, ja, und dann solche, ja, erwachsene Ausdrucksweisen, das ist so witzig. Oh, und irgendwie hat sie ein Problem mit Füchsen und Wölfen, keine Ahnung, woher das kommt. Die hat auch gerade, gestern war es wieder so, dass sie so krasse Albträume, also die wacht auf, gestern war es um 10, mhm, die ist früh ins Bett gegangen, gestern um 8 wieder ins Bett, weil ich wieder hier Struktur. Und dann wacht die um 10 auf und schreit, als wäre der Wolf bei ihr im Zimmer. Krass. Und, aber sie kann es dann, ich frage sie dann, hast du geträumt, war was in deinem Kopf, hast du dir was also weißt du, weil ich nicht weiß, ob sie weiß, was Träumen ist, mhm, aber sie sagt dann irgendwie nichts dazu, aber es muss irgendwie Art von Träumen sein. Krass. Und das nimmt gerade richtig, richtig zu. Gott sei Dank, die Camille, die chillt ihr Leben jetzt, die liegt einen Meter daneben und die Alea schreit aus voller Seele. Und die Camille, ja. Die Camille ist allgemein eine richtig gute Schläferin auch geworden. Also sie schläft jetzt, die Camille ist eine richtig krasse Langschläferin. Wenn die Alea sie nicht morgens dann irgendwann wecken würde, die Camille würde pennen. Auch heute, ich muss sie jeden Morgen wecken. Also die würde locker weiter schlafen. Also ich wecke die immer so um 7:50, dass wir dann das noch schaffen, entspannt bis um 9 in der Kita zu sein. Oder eben bis 8:30, wenn wir jetzt so wie heute. Ja, die Camille ist eine richtige Langschläferin. Schläft auch mehr oder weniger durch. Und jetzt fällt mir noch was ein. Das habe ich noch gar nicht so genau erzählt. Habe ich euch schon von meinem neuen Au-pair erzählt? Ach so, krass, ja. Leute, ich sag's euch, ich sag ja immer schon über mich selbst und ich habe bisher auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, das auszusprechen, das ist dann anders so, deshalb sage ich es weiter, ich bin ein Glückspilz. Ich habe einfach mein ganzes Leben, ich laufe so durch und ich habe immer irgendwie Glück. Also, keine Ahnung, kennt ihr das, wenn irgendwie so eine ganze Reihe Bäume umfällt und dann ist ein Auto, das genau in der Mitte steht, das wurde nicht getroffen, dieses Auto gehört mir. Weißt, so ist irgendwie mein Leben. Und genauso ist es jetzt bei dem Au-pair auch wieder. Die Rose ist einfach, das ist keine 10 von 10, das ist eine 15 von 10. Ist einfach so ein abartig lieber Mensch, fleißig und kann mit Kindern. Also man merkt ihr die Erfahrung mit ihren, mit den drei Kindern voll an, auf die sie. Dann habe ich 2 Jahre lang aufgepasst, hat im ungefähr selben Alter. Sie weiß ganz genau, wie sie auf die Kinder eingehen muss, dass sie mitziehen und so. Und es hat 4 Wochen gedauert und heute Morgen sagt die Alea schon, Rose soll mit in die Kita kommen. Rose soll sie zum Auto tragen und sie will jetzt, habe ich sie gefragt, was möchtest du heute Nachmittag machen nach der Kita? Sagt sie, mit Rose spielen. Krass. Also die sind, auf sie geht jetzt irgendwie mehr Alea und die Camille ist, glaube ich, jetzt
die genießt die, auf, die mehr Aufmerksamkeit von mir. Also es ist einfach perfekt. Eigentlich arbeitet ein Au-pair-Mädchen 5 Stunden am Tag. Und ich sage zu Rose immer, also gestern zum Beispiel hat sie morgens aufgepasst, weil die Alia unbedingt mit ihr spielen wollte und nicht mit ins Puls gehen. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, ja, ich gehe dann nachmittags mit den Mädels zum Pferd und hast so ein bisschen Freizeit. Aber sie kommt dann halt lieber mit zum Pferd und ist dann da auch dabei. Die will nicht, die geht nicht raus zum, also die sagt, ja, ich habe ja eh nichts anderes zu tun. Sag ich, Rose, du kannst Feierabend machen, geh hoch in dein Zimmer, keine Ahnung, chill dein Leben, nimm dein Handy und weiß ich nicht. Sie hat nichts anderes zu tun, ich bleibe einfach hier, sie spielt gern mit den Kindern. Oder dann sehe ich sie ständig, dass sie die Spülmaschine ein- und ausräumt und sage ich, Rose, ich kann es auch gleich machen. Ich mache es halt manchmal nicht sofort, weil ich vorher noch was anderes machen muss und sie sieht es dann halt und vielleicht denkt sie dann, das muss gemacht werden. Und dann sage ich zu ihr, ja, ich kann es gleich machen. Dann sagt sie, das dauert 3 Minuten. Zu Hause musste sie das von Hand spülen. Wo ist da das Problem, das kurz einzuräumen? Auch wenn es außer, also weißt du, so ist einfach krass und das ist einfach das hat Sergejin schon auch gemacht mit der Spülmaschine. Die hat auch nie, weißt du, wenn die Spülmaschine, ja, wenn die Spülmaschine voll ist oder piepst oder keine Ahnung, dann räumt man sie halt aus. Ich habe auch diese Einstellung, aber das ist nicht normal, sage ich mal. Weil ich kenne auch Geschichten von Au-pair-Mädchen, die dann einfach sagen, so, es ist 14 Uhr, ich bin weg, ciao. Mir völlig egal, ob hier, dann egal, wann ich runterkomme, ich habe es neu zu Anita gesagt, ich stehe ja morgens immer voll früh auf, um noch Haushalt zu machen. Und neulich morgens war ich wirklich lost, weil ich einfach nicht mehr wusste, was soll ich denn jetzt machen, weil ich kam runter, die Spülmaschine war schon ausgeräumt, ich weiß gar nicht, wann sie das gemacht hat, weil sie halt voll oft auch früh aufsteht. Dann dachte ich, okay, geil, dann muss ich das nicht machen, dann mache ich jetzt in Ruhe Wäsche, alles zusammengelegt, Kindersachen einsortiert, so, ich so, okay, dann Wäsche ist jetzt auch fertig, was mache ich jetzt? Dann ihr Lieblingshobby ist halt einfach kochen und backen. So, also sie fragt einfach abends immer nur, ja, was sollen wir essen? Also gestern Abend habe jetzt mal ich gekocht und so, aber sonst sagt sie mir, ja, also sie hat gesehen vorher, ob sie heute Abend das und das kochen darf. Da sage ich, Rose, feel free. Du darfst mit diesem Kühlschrank und mit dieser Küche alles tun, was du möchtest. Letztlich gestern sollten die Kinder wach bleiben, weil ich wollte, dass die wieder in ihren alten Rhythmus kommen. Deshalb hat Camille nur 20 Minuten Mittagsschlaf gemacht und hatte ja gar keinen, dass ich die eben um 8 ins Bett kriege. Dann haben wir zur Überbrückung der Zeit haben wir wieder Shrek angemacht. Das ist ja der Film, der einfach immer läuft. Also wenn wir irgendwas angucken, dann immer Shrek. Ich weiß keine Ahnung, warum Shrek. Dann hat sie gefragt, ob sie Popcorn machen soll. Dann habe ich gesagt, ja, wir haben sogar eine Popcornmaschine. Ist über dem Kühlschrank ist noch so ein Fach. Dann klettert sie da hoch und dann sagt sie halt auf einmal so, oh, ihr habt auch ein Waffeleisen und hat sich richtig krass gefreut. So, die haben Waffeln, die hat schon, also, und sie kann halt auch so krass gut kochen. Also sie macht dann nicht einfach nur irgendwie. Ich habe noch nichts von ihr gegessen, außer solche Pancakes mit der Banane drin. Alter, die waren geil. Ciao, Leben. Und das ist halt alles so. Und sie macht so ausgefallene Sachen, die du noch nie. Neulich hat sie irgendwie so eine Suppe gemacht, die aufgekocht wird mit Milch und Knoblauch und so. Also so richtig Sachen, auf die du nie kommen würdest. Und das ist so eine richtige kulinarische Erweiterung in unserem Mindset. So, cool. Und auch mein Mann, der feiert es richtig krass, weil er kommt halt heim und sie ist irgendwie noch unten und ich bin schon oben mit den Kindern und räumt irgendwas auf und sie fragt dann halt sofort so, ja, hast du schon gegessen? Und dann sagt er, nee, noch nicht. Und er so, ja, warte, ich mach's dir wieder warm und so, alter Rose. Also oh, so, ja, aber es ist, also, sie ist richtig, richtig lieb. Sie ist mega auch, schön. Sie ist auch einfach lustig und nett. Also, ich sage ja, ich bin ja sowieso ein Fan von Au-pair. Ich weiß, viele können sich das einfach nicht vorstellen, aber ich kann es so einfach nur krass empfehlen, weil es, also wenn du halt so ein Glück hast, musst du aber halt haben. Sonst hast du echt noch ein, und die, auch dieser Genen freut sich richtig, weil das war auch eine Frage, ob sie dann eifersüchtig ist, aber null, sie gönnt uns einfach nur richtig und kommt uns, war uns jetzt auch schon mal besuchen. Alea kann ihren Namen immer nicht so richtig sagen, ich sage Wolves oder so und fragt dann so lustige Sachen. Sagt sie irgendwann im Auto so, ja, also irgendwie sie wollte, ist noch ein Baby und ist relativ klein. Und dann sagt sie zu Rose, ja, wenn du auch groß bist. Und die, Rose musste halt voll lachen, weil sie halt echt sehr klein ist. Ja. Und die, wenn du auch groß bist, ich glaube, die Rose, die wächst nicht mehr. Und dann hat die Rose erzählt, ja, sie war einmal in Stuttgart auf dem Weihnachtsmarkt. Und sie hat nicht mehr nach Hause gefunden, weil sie nicht über die Menschen drüber gucken konnte. Weil halt alle so, das war auch wieder ihr erster Satz, wow, seid ihr alle groß. Weil ich glaube, die Filipinos, die sind halt einfach
an sich ja kleiner und sie ist halt wahrscheinlich auch noch relativ klein. Ja. Und er hat halt einfach in der Stadt nichts mehr gesehen, weil nur, weil sie immer nur so an Jacken guckt. Ja. Nee, also das ist echt wieder einfach nur, ich bin einfach nur dankbar. Das ist so, auch wie sie mit den Kindern alles macht, ist einfach crazy. Mega cool. Ja. Richtig, richtig geil. Feier mein Life. Sergejin feiert ihr Life übrigens nicht, die will einfach nur zurück. Ja, verstehe ich aber auch. Also die Sergejin hat einfach nur gesagt, ich habe gedacht, es dauert so einen Monat oder so, bis sie ihr Leben vermisst und dann wieder weiß, was sie hatte. Aber sie hat gesagt, es hat 2 Tage gedauert. Ja, verstehe ich aber auch. Ja, sie kommt auch und ist so richtig, oh, ich bin wieder zu Hause und ich kann in meinen Kühlschrank und der ist voll. Ja. 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 Man unterschätzt es halt auch, was so an sich Lebensunterhaltungskosten sind. Ja. Ja, also ich bin einfach nur richtig happy mit meinem Leben. Voll gut. Voll gut. Voll der schöne Start ins Jahr. Außer, wisst ihr, was mich gerade nicht freut? Dass meine Autotür kaputt gegangen ist. Alter, stimmt. Ich bin heute Morgen einfach mit, das war auch so geil, ich habe dir hast die Sprachnachricht angehört. Ja. Ich fahre, also von meinem Bus ist die Schiebetür kaputt. Die lässt sich nicht schließen. Also wirklich nicht. Ich habe alles versucht. Mit Gewalt, mit Sensibilität. Aber ich verstehe nicht, warum. Keine Ahnung, das muss irgendwas heute Morgen, als gefroren war, als erst habe ich so ein Geräusch gehört, da muss irgendwas kaputt gegangen sein. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die davon ausgehen, dass solche Hightech-Autos grundsätzlich in der Garage stehen, die womöglich noch beheizt ist. Also, und die steht halt aber, der stand halt draußen, der Bus. Und dann bin ich, und diese Tür ist halt jedes Mal, wenn ich anfahre, weil die ja keinen Stoppmechanismus hat, also sie ist ja ganz leicht beweglich, wenn dieser Motor mal weg ist. Und fliegt die halt immer wieder so auf. Und Alea saß halt auf der Seite, wo die Tür war. Und dann es hat halt -3 Grad. Ja. Und dann habe ich irgendwann versucht, mit dem Autogurt diese Tür an den Sitz zu knoten. Das, und es halt trotzdem immer so, wie weit der Gurt nachgegeben hat, ist die Tür immer wieder aufgegangen. Und dann musste ich es auch wieder abbauen, diese Konstruktion, weil ich musste Alea in der Kita ja wieder rauslassen. Hatte ich keinen Bock mehr, es wieder zu richten. Und dann kommen halt Leute und winken mich so runter und sagen, ihre Tür ist offen. Und wo ich mir denke, Alter, ich sitze da drin in dem Auto. Wenn da einen Meter auf einen Meter eine Tür offen steht, bei -3 Grad, dann nehme ich das wahr. Ihr müsst mir das nicht sagen. Ja, also das ist das Einzige, womit mein Morgen heute nicht ganz so perfekt gestartet hat. Vor allem, ich weiß wirklich einfach den Grund nicht. Ich habe auch alles versucht. Ich muss jetzt gleich in die Werkstatt fahren. Was ist denn noch passiert bei uns? Ich glaube nicht viel. Über die Feiertage. Nee. Richtiges, das merken wir auch immer, dass unser Leben so richtig langweilig ist als Mom. Weil wir bei jedem Gossip von unserer kleinen Schwester oder von Sergejin oder so. Ja, sobald Sergejin. Also, was ist bei dir passiert? Ja. Und dann haben die irgendjemand Neues kennengelernt an Silvester. Und wie genau habt ihr den kennengelernt und was habt ihr gemacht? Und was macht der und wie alt ist der und wie ist es dort und wie sind die? Ja. Sie sagt, Sergejin erzählt auch immer voll geil, wie die Schwestern, also Schwestern in einem Krankenhaus, Pflegefachkräfte, untereinander lästern, sagst, das ist richtig krasser Gossip, sowas existiert bei uns gar nicht. Ja klar, das ist voll der Gossip. Hä, warum? Was gossipen die? Oh, dass der eine das nicht richtig eingetragen hat und der andere das nicht richtig eingetragen hat und dass die Übergabe falsch geschrieben ist und dass der Patient im falschen Zimmer liegt oder keine Ahnung, gibt's viel. Ich habe da ja auch mal gearbeitet. Krank. Das sind einfach zu viele Frauen auf einem Haufen, da fehlt einfach die männliche Gelassenheit. Krass. Ja. Sonst? Not very much. Nope. Ja. Hattest du Neujahrsvorsätze? Ich will, wie gesagt, beruflich ein bisschen kontrollierter arbeiten und organisierter. Ich wollte gerade sagen, was sagt sie mir jetzt? Zurücktreten oder mehr Nein, machen? Nein, organisierter arbeiten, weil ich gerne auch mit YouTube wieder anfangen will. Aber wenn ich halt damit anfangen will, muss ich das halt einfach mehr planen. Also einfach was ganz normal für YouTube. Ja, einfach auch ganz normal einplanen. Okay, da mache ich jetzt einen Content. Also dann nehme ich jetzt ein Video auf. Aber was machst du denn? So Vlogs oder so, über ein bestimmtes Thema reden. Also kein Sport oder sowas? Vielleicht mal ein Sportvideo, aber nicht hauptsächlich. Ich finde, da gibt es zu viele. Außer ich zeige jetzt mal mein Bauchworkout, Das ich jetzt jede Woche machen würde, wenn ich eins machen würde. Ja. Sowas in der Art. Ja. Oder ich habe überlegt, vielleicht schon mal so im Bereich Fitnessstudio oder so. Aber jetzt so diese normalen Workouts, ich glaube eher nicht, das bin ich auch nicht. Ja. Also, gibt es auch zu Hause. Genau, das und mich aber auch an sich, also da an sich wieder früher aufstehen, weil das hat sich jetzt in den letzten Monaten ist echt auch spät geworden bei mir, auch weil der Max halt einfach nicht mehr in die Kita gegangen ist und dann sind halt aufgestanden, wenn Max aufgewacht ist und es war halt meistens 8 oder 8:30 und da will ich schon wieder das regelmäßige einfach gucken, dass ich 7 wenigstens aufstehe. Einfach vor Max, dass ich vor Max fertig bin. Ich folge einer neu, oder ich weiß gar nicht, ob ich ihr folge, ich sehe immer nur die Reels. Das eine, die steht einfach übertrieben früh auf und zeigt dann immer, was sie alles morgens macht und das motiviert mich krass.
Ja, und die steht dann immer noch so eine Stunde früher, noch eine Stunde früher. Dann steht die immer so, die geht dann halt auch um 9 schlafen, aber wenn du von 9 dann 8 Stunden rechnest, dann hast du morgens, bevor die Arbeit anfängt, um 8 Uhr hast du richtig viel Zeit noch. Ja, das stimmt halt. Und ich finde, da kriegt man halt auch wirklich viel organisiert. Weil man viel schneller arbeitet. Ja, und wenn das Kind halt einfach noch schläft, dass ich einfach da dann halt so Sachen wie Wäsche, dann Spülmaschine, mein Zimmer, die Sachen, die liegen geblieben sind, Max sein Zimmer, Müll, dass ich halt die Sachen morgens schon erledigt bekomme, nicht über den Tag verteilt. So schleppend. Im Stress schleppend mit Max noch irgendwie erledigen muss. Also das nervt mich dann manchmal auch. Ja. Oder dass halt dann einfach andere Sachen liegen bleiben. Ja, was habe ich mir noch vorgenommen? Ich möchte auf jeden Fall mehr reisen dieses Jahr, weil ich letztes Jahr echt für meine Verhältnisse nicht so viel unterwegs war. Und ich möchte es halt auch noch ausnutzen mit Max. Solange die noch nicht in die Schule gehen. Genau, solange er nicht in die Schule gehen muss. Sonst eigentlich nicht so viel. Crazy. Ja. So ein Kind ist nicht in Sicht. Keine Ahnung. Oh, ich hatte dieses Kinderthema. Wirklich, ich hatte auch schon wieder so. Das ist so ein Hin und Her. Einen Tag denke ich mir, ja, unbedingt. Auf den anderen Tag denke ich wieder so, nö. Ich hatte im Urlaub, als ich diese Magenschmerzen hatte, ich habe eigentlich gedacht, ich habe eine, wie heißt das, Phantomschwangerschaft? Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin schwanger. Also ich habe alles hat so, aber ich hatte einfach nur einen Magen-Darm-Infekt, weil es mir halt wieder so schlecht war und so weiter. Und ich hatte so dieses geblähte Gefühl und dieses Ziehen im Bauch wie von den Mutterbändern. Wie heißt denn das? Es haben voll oft Hündinnen, also Hunde, die dann so eine Phantomschwangerschaft haben, die dann anfangen, so Kuscheltiere in ihr Nest zu tragen. So, das war ich. Witzig. Ich habe davon geträumt, also so voll intensiv geträumt und fand es auch in meiner Vorstellung war es voll geil. Aber wenn ich dann in der Realität drüber nachdenke, nochmal ein Kind zu bekommen, ist es so no way. Weil auch das mit den Mädels gerade voll süß wird und so und richtig, richtig schön. Also dieses Zusammen, auch wie die immer, egal wenn du anrufst, also die kleben immer aufeinander, ja, die Alea süß. Hält sie ständig fest. Was der Camille oft auch ein bisschen auf den Sack geht. Ja, aber die sind echt süß. Die sind so, so süß. Und das will ich auch jetzt gerade mehr mitnehmen, weil das habe ich bei der Alea, so dieses Alter von Camille, jetzt habe ich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ihre Schwester so vereinnahmend war mit der Aufmerksamkeit. Und deshalb eigentlich will ich es nicht, aber irgendwie bin ich auch voll nicht fertig. Ich bin hin und her gerissen. Ja. Ob ich bei einem Kind. Also ich hätte gerne schon irgendwie für Max halt ein Geschwisterchen, dass er halt ein Geschwisterchen hat. Und ich würde auch schon gerne nochmal so das alles miterleben, vor allem so die Anfangszeit, weil ich nochmal die halt so schön. Richtig krass ausgeblendet habe. Und der eine Kommentar, den du mir gesagt hast, überleg mal, umso mehr Kinder du hast, umso mehr kommen die später besuchen, der geht mir nicht aus meinem ja, Kopf. Ja, so, du musst, wenn du an die Kinder denkst, nicht im Jetzt denken, das ist jetzt 2, 3, eigentlich ja 2 Jahre anstrengend. Ja, weißt wird. Du, wenn ich jetzt halt mit 2 Kindern, also für mich käme halt Au-pair einfach nicht in Frage, also nicht mal ansatzweise. Aber weißt du, jetzt bräuchte ich auch nicht mehr unbedingt ein Au-pair. Ja, das schon. Das ist nice to have. Ja, es ist nice to have. Jetzt hast du, aber wie hast du das erste Jahr gemacht, wenn Camille nicht in die Kita geht? Ja, aber geht? Da war Alea erst 1,5. Ja, aber du hattest immer ein Kind da. Du hättest nie in Sport gehen können oder I don't know, wenn du ach kein so, Au-pair gehabt das hättest. Ja. Du hast ein Jahr wieder halt einfach gar kein Leben und es dreht sich halt an. Wie soll ich noch arbeiten? Ja. Funktioniert ja gar nicht. Aber du kannst ja auch eine andere Hilfe, die kannst du ja, hast du ja sogar ja, die Möglichkeit. Also für mich ist ja ganz logisch, dass wenn die eine bei uns schwanger wird, also wenn wir schwanger werden, dann zusammen, wenn man dann einfach wieder alles teilen kann. Ja, schon. Also aber ich habe alleine. Ich 3 Kinder und du 2, ist unfair. Müsst du Zwillinge kriegen. Sag sowas nicht. 2 Mädels, komm. Oh mein Gott. Naja, ist auf jeden Fall mich aus der Welt, das Thema. Wobei ich glaube, für meinen Mann ist es schon aus der Welt, das Thema. Ich glaube, nur für mich ist es nicht aus der Welt. Nein, schauen wir mal. Genau. Eigentlich wollten wir noch eine Folge aufnehmen zu Neujahresvorsätzen. Ja. Aber ich glaube, das füllt einfach keine Folge, unsere Neujahresvorsätze. Weil wir einfach nicht genug haben. Nee. Naja, wir hoffen, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und hören uns jetzt wieder ganz regelmäßig bis zum Sommer. Ganz jeden Freitag. Keine Pause mehr. Keine Osterpause, Faschingspause. Nein. Ja. Auch wenn Anahita ja noch länger im Urlaub ist und ich dann auch. Also wir haben schon noch ein paar Sachen vor, aber das kriegen wir gebacken, dass ihr jetzt ohne Pause bis zum Sommer jeden Freitag versorgt werdet mit was auch immer eigentlich, gell? Also was für Mehrwert das auch immer hier liefert. Ja, dann bis nächste Woche. Nächstes Mal. Ade. Ciao.